Servus und willkommen bei C-Block in Factorio. Ja, wir haben jetzt die Maschinchen abgerissen. Habe ich aber eigentlich nur gemacht, damit ich an den zweiten Blast Furnace rankomme, der dann hier hinkommt, bei der ja jetzt mir dann Kupfer produzieren muss. So, das heißt jetzt, du gehst dahin, du gehst dahin. Und ich tue dich gleich wegmachen. Ich hab's. Als hätte ich es gerochen, echt. Dann machst du es halt hier. Das ist mir doch sowas von relativ Wumpe. Dann kriegst du erstmal 100 Kohle und du kriegst 100 Kohle und bist jetzt erstmal zufrieden. Danke. So. Und jetzt gehe ich hin und tu das da weg. Erstmal geht nicht anders, bis ich genügend Schaltkreise habe. Dann muss ich das hier noch mal ein bisschen umbauen. So, und dann sage ich jetzt zu dir: Rein ist mir scheißegal. Nach ab, mach mir bitte Eisenerz und Kupfererz. Und nach unten. Gib mir Slack ab. So, dann haben wir hier nämlich den Bereich, wo ich dann wirklich nur einen runter muss. Dann nimmst du jetzt bitte den und gehst komplett nach vorne und gehst bis zu der Maschine ran. Nimmst du den und packst ihn da rein. Danke. So, haben wir das. Und jetzt gehen wir hier hin und gehen nach unten und geben das auch rein. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir die Probe auf Exempel. Du kommst hier hin. Bauen wir mal ein paar gerade. Und ein paar T-Stücke wieder. So, und wir produzieren unser erstes. Unser erstes Zeug. Aber wir haben nicht viel produziert, weil ich nichts habe. Bin gerade beim Überlegen, ob ich das mal kurzzeitig umstelle, aber nein. So. Ich mache das jetzt halt momentan über die. Wir wollten mal, weil wir den Tank wegbauen. Jetzt produziert er wieder. Ich muss mir mal. Gibt es eigentlich Verwendung? Nein. Ich bräuchte einfach nur. Hydro. Verwendung. Ja, irgendwann werde ich es brauchen. Momentan halt nicht. Das ist mein Problem gerade. So. Sammeln mal das Zeug auf. Danke. Ich brauche da nämlich. Ich muss wenigstens schauen, dass ich den Kreislauf zum Laufen kriege. Und dadurch, dass ich die oben jetzt aufgehoben habe, die Maschinen, habe ich natürlich genügend Slack gehabt. Haben nur nicht gesehen, ich Blindfuchs. So. Und ich bin ein Angelangel-Dingel da. Ein Depp.
So, wir machen das, was wir jetzt gerade gemacht haben, wieder rückgängig. Weil wir es können. Oder dasselbe hier nicht. Genau, ich brauche nämlich noch einen Ore Crusher. Den habe ich total übersehen. Du kommst da rein und machst da draus das. Danke. Und das gibst jetzt du. Nicht weiter, klar, weil... Geh weg. Ist da auch weg. Egal. Du kriegst halt keinen Strom. Brauchst keinen. Du ärgerst mich gerade. Verdammte Axt. Also, nochmal alles weg. Wir brauchen jetzt den Ore Crusher. So, den Ore Crusher baue ich jetzt hier hin. Ich müsste da jetzt das Kabel hinstellen. Ja, es geht nicht anders. Ich muss es momentan so machen, bis ich meine guten Teile habe. So. F. Dann brauche ich dich. So. Alles klar. So, das wird jetzt natürlich alles hier falsch sein. Abbauen. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen mehr Weg haben. Auch weg. Und weg. Und du auch weg. So, dann brauche ich jetzt meinen großen. Na, findet er ihn diesmal? Ja, er findet ihn diesmal, weil er den hier hat. Oh, wir möchten ja wieder so sein, dass es stimmt. So, dann kommst du dahin. Da kann ich jetzt dann hier meine Strommast bauen, meine Strommast vor allem, meinen Strommast. Und dann haben wir wieder das. Geht einfacher, wenn ich es so mache. Dann gehen wir hier hin. Gehen wir nach oben, nach unten. Dann kommst jetzt du. Hierhin. So, nach oben haben wir gesagt, sollst du bitte legen. Eisenerz und Kupfererz. Und nach unten sollst du legen das Slack. Danke. So. So viel dazu. Dann verlegen wir jetzt das Zeug erstmal nach unten. Drüben. Wir gehen dahin und kommen daher. Jetzt wird es hoffentlich stimmen. So, dann sage ich jetzt zu dir, du sollst mir das da durcharbeiten. Ich glaube noch nicht, dass der... genügend produziert. So, Das heißt, ich brauche jetzt eine Kiste. Die packe ich jetzt erstmal dahin. Wir machen wieder das Spiel hier. So, und das darf er nicht reinpacken. Das muss nämlich immer da rein. Wenn die voll ist, ist sie voll. Alles gut. So, okay. Jetzt haben wir ja unsere zwei Blast Furnace. Wir sind jetzt hier auf Linie. Mein Problem ist nur... ja, doch. Ja, der Strommast ist jetzt natürlich ein kleiner Problembär.
Aber eventuell nur ein kleiner. Ne, das bleibt schon so. So, das heißt es dann, die geht da entlang. So, dann gehst du jetzt da rein und du gehst da rein. Du magst bitte Kupfer und du magst bitte Eisen. So. Dann kriegst du jetzt 100 Kohle. Und du kriegst 100 Kohle und bist jetzt zufrieden und hältst die Klappe. Danke. So, und jetzt drehen wir das ganze Ding um. Drehen die Pipes auch noch um, dass das richtig funktioniert. Was ist super wäre. So, dann heißt es jetzt Strom weiter, Strom weiter. Hier brauche ich auch Strom. Denn jetzt brauche ich die in Induction Furnace. Der Charakter steht im Weg. Ist doch schön, dass der Charakter im Weg steht. Den Strommast versetze ich um einen. Dann kann ich das nämlich so sauber arbeiten und baue die beide dahin und sage zu dir, du sollst Molten machen. Okay. Und jetzt habe ich ja dann meinen kleinen Casting. Und ja, jetzt ist mein Problem. Nee, es ist kein Problem. Ich setze dich eigentlich gleich dran. Oder? Machst du? Nee. Dann mache ich dich anders. Dann gehst du dahin. Du gehst dahin. Dann überschneidest du dich mit dem. Das ist mir jetzt aber relativ. So, und dann heißt es jetzt, du gehst hierhin, nimmst das raus. Nein, wir machen es wieder andersrum. Dann nehme ich mir meine Eisenkiste, pack die dahin. Nimm dich nach unten und sag zu dir, du produzierst mir jetzt meine Eisenplatten. Und wir haben eine funktionierende Eisenproduktion. Ich bin jetzt nur gespannt. Ja, das Problem wird halt sein, dass der halt zu wenig Slack bekommt. Also das ist kein Mobile, das komplett durchreißen wird. So, und dann kann ich jetzt gleich noch den zweiten Crusher aufstellen. Er muss jetzt dann hier in die Linie. Und du machst jetzt dann das da. Und jetzt muss ich mal gucken, habe ich genügend Material, um... Nein, hier fehlt ein Stein. Gut, dann Ofen hinstellen, Kohle rein, Stein rein. Ich brauche Stein. Ich muss zwei Stück noch herstellen, bitte. Danke. So. Wie viel Land habe ich mittlerweile? Ein bisschen was. Habe ich mittlerweile meine Kiste weggeräumt oder? Nee, die steht da oben einfach mittendrin, oder? Genau. 300, tu die mal raus. 400, 500, also 1000. Das heißt, ich kriege nochmal 100 Land. Und jetzt müssen wir mit dem Land mal hingehen. Das ein bisschen vergrößern. Dann so weit drüber laufen, dass ich da auch hinkomme. Ich muss jetzt dann nur aufpassen, ob ich dann noch, ja, ich bin doch der Meinung, ich muss da noch einen Platz lassen, weil ich muss ja auch mit dem Slack nach oben. Und wie gesagt, dass ich momentan nicht alles herstelle und nicht forsche, wie ein Weltmeister,
macht ja den Sinn, dass wenn jetzt das erstmal alles sauber läuft, dass wir uns dann um die nächsten Probleme kümmern können. So. Er ist gerade dabei, mir die herzustellen. So, dann kommst du jetzt als Nächster. Und das Schöne ist jetzt, der ist jetzt leer. Den drehe ich jetzt einfach. Und somit ist der jetzt erstmal abgeschnitten. Weil Eisen habe ich. Brauche ich gerade nicht. Was ich jetzt brauche, sind die nächsten drei Maschinen. Das heißt, ich gehe mal runter und hau in meinen Stahlofen 200 Eisenplatten rein. Ja, und ich habe halt momentan die Befürchtung, dass wenn ich jetzt den da hinstelle, dass der mir nichts mehr nach drüben abgibt. Ja, und die produzieren halt nichts, weil ich teste das jetzt einfach mal. So, das heißt, du gehst dahin. Dahin. Nee. Das Schöne ist, es ist nicht das Teil da, sondern das rote Zeug habe ich momentan zu viel. Okay. Dann kann ich hier einfach mal hier einen Strommast noch hinknallen. Der ist dann, der wird dann auch erst. So, okay. Dann heißt es, das funktioniert jetzt schon mal und läuft. Aber auch nur teilweise. So, dann brauche ich auf jeden Fall mehr unterirdische Pipes. Nein. Das geht uns jetzt noch am Ast vorbei. Das haben wir ja gesagt. Denn wir möchten die nächsten Maschinen aufstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob der auf der richtigen Position ist. Ist mir aber auch furz egal. Das heißt, ich brauche jetzt hier Bobmonium. Das heißt, ich brauche jetzt als Nächstes nochmal einen Crystallizer. So. Das ist mir jetzt auch furz egal. Ich hoffe, dass die jetzt genügend produzieren. Das mal unten abgeschnitten. Kann ich immer noch mit der Hand füllen. Ich habe hier auch noch. So, apropos 1, 2, 3, 4, 5. Apropos Hand füllen. Ach, Land. Und hau mir hier die nächsten 31 rein. So, dann habe ich jetzt hier meinen Crystallizer. So, den stelle ich jetzt einfach. Ne, dann mache ich das jetzt. Versuche ich doch jetzt richtig zu machen. Der ist korrekt. So, dann heißt es jetzt, du machst den unterm und bist nicht mittig. Okay, das ist mir relativ. Es geht mir eigentlich nur darum, dass du mir das Zeug da reinpackst, aber bitte in die richtige Richtung. Danke. So, dann brauche ich noch einen Crusher. Aber es gibt mal Sachen, die ich habe. Das heißt, du machst mir jetzt das da. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall dann genügend Stahl,
Ich hoffe, dass der das dann unten herstellt. Dass ich mir nochmal einen Blast Furnace bauen kann. Dafür fehlen mir Steine. Nicht Stahl, Stein. Das kann nicht sein, es fehlt doch nur Stein. So. Blast Furnace, danke. Kommst du mal da weg? Kommst du auch mal weg? Und ich bin jetzt mal gespannt. Hat die Kohle abgenommen? Werde ich auf ein Stromproblem zulaufen? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ich habe noch 56.000. Aber mein Lager hier unten ist bestimmt leer. Richtig. Also wie gesagt, wenn die Produktionen jetzt dann alle laufen, kriegen wir hoffentlich das nächste Problem weg. Also momentan habe ich noch kein Stromproblem. Weil ich habe noch keine Abnehmer für Strom. So. Dann heißt es jetzt für mich, ich habe den Blast. Nein, Induction, ich brauche einen Blast Furnace. Dann nehmen wir bitte dahin und machen wir bitte da draus Tin. Ich brauche jetzt noch mal Strom. Danke. Immer wieder im Weg. Kennen wir ja nicht anders. So, dann deswegen war ich ja Kohle holen. So, dann heißt es jetzt für mich. Verdammt. Du produzierst mir. Ja, du produzierst nämlich auch drei Sachen. Das heißt, du produzierst jetzt raus. Du haust rein, gehst nach unten. Ja, mein Problem ist jetzt natürlich genau, dass ich jetzt dann hier Strom bräuchte. Nee. Okay. Dann Pipe verlegen. Dann machen wir das so. Und wir stellen eine Kiste hin. Und sagen zu der Kiste. Und du füllst es da rein. Und zwar einmal das da und das da. Bis ich, wie gesagt, bis ich den anderen Scheiß habe. So, jetzt kann ich den Crystallizer produzieren. Nicht produzieren, aufstellen. Habe ich ja schon. Und den stellen wir auch so hin. Dann heißt es wieder. Kommst dahin und gibst nach unten. Jetzt alles egal. Man muss jetzt nicht Korinthentacker spielen. So, das T-Stück kommt hier hin. Die Pipe kommt hier hin und wir bauen die restliche Pipe und wir bauen die restliche Pipe
Und dann sage ich zu dir, du machst mir jetzt bitte Bobmonium. Wäre nett, wenn das passieren würde. So. Das heißt, wir produzieren gerade unser erstes Zinn. So. Wir haben jetzt genau das drin, was wir brauchen. Kann man nach unten laufen? Hat Vorteile, wenn sich irgendwas staut. Man kriegt was raus. So. 193, hau rein. Ich brauche das Zeug da oben. Ich weiß zwar langsam nicht mehr warum, aber mach mal. So, dann produzierst du mir bitte. Nein, du baust mir jetzt den da. Und machst mir an der unteren Seite den da hin. Und machst mir den Zapfen dahin. Hältst mir hier eine Kiste hin. Nimmst den Knicki. Dahin. Bau den einen ab. So, dann baust du mir das da und du machst mir das da. Und die zwei gehen hier hin. So. Bis jetzt hast du zwei. Alles klar. Das Problem ist lösbar. Und schnell lösbar. So. Dann arbeitest du jetzt auch. So, wir werden jetzt hoffentlich bald unsere ersten Zinnplatten kriegen. Das heißt, wir brauchen auch noch Land oben. Oh Mann, Land unter. Schon wieder. So, ich stehe hier sowieso gerade rum und spiele Falschgeld. Also kannst du mir das auch machen und kannst mir noch ein bisschen Stein produzieren. Und der Stahlofen produziert soll mir noch ein bisschen Stahl produzieren, weil wir brauchen ja noch zwei solche lustigen Lines, weil wir brauchen ja auf jeden Fall noch Blei, weil, wie gesagt, meine Intention ist, dass ich an diese Dinger da rankomme, aber nicht mehr als an dem Zeug. Tin Copper Wire. Ich glaube, das ist damit drin. Das heißt, die Frau. Ja, doch. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist das Zeug, was wir brauchen. Er hat schon 20. Und jetzt produziert er nichts mehr, weil der nichts mehr hat. Das heißt, wir machen wieder F und A. So. Und ich mache jetzt mal einen zweiten Flare Tower. Dann produzieren die wenigstens wieder. Ja, momentan sowas von Rüssel. Er soll mir genügend Zinn produzieren, damit ich endlich anfangen kann. Es kann ja nicht wahr sein. Ich sehe ihn dampfen. Ich sehe ihn abgeben.
gibt mich gleich glücklich. Und zwar jetzt. Wir haben unsere ersten 4 Tinplatten. Hurra! So. Das heißt, wir sind jetzt einen riesen Schritt näher an meinen Komponenten. Das heißt, ich brauche ja Carbon dazu noch. Aber ich glaube, das Carbon ist das kleinere Problem als das da. Weil wir möchten ja gefilterte Arme bauen oder diese Dinger da. Was kosten? Wie viel kosten du? Wie viel kosten du vor allem? Ja, genau. 4 elektronische Schaltkreise. Und ein Schaltkreis ist ein Schaltkreis, wäre ein Schaltkreis. Das heißt, ich brauche noch Solder. So. Jetzt wäre ich gleich wieder. Da ist Solder. Und Solder braucht bestimmt, genau. Und dafür brauchen wir noch die Bleiproduktion. Und die Bleiproduktion, ja, die müssen wir noch angehen, wenn wir vor allem genügend. Ja, jetzt müssen wir dann doch die Produktion mal zum Laufen kriegen, weil das bringt uns nämlich absolut nichts weiter, wenn wir. Wenn wir jetzt dann nicht endlich ans Leck rankommen. Shift 2. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Land. Das heißt, ich tue mal das Land jetzt bis darauf. Könnte sogar zu viel sein. Naja, wobei ich muss mindestens bis hier hin. Exakt bis dahin machen wir jetzt erst einmal das Land. Hat mir nicht reichen, ne? Ja, war klar. Aber wir haben ja noch ein bisschen was von dem Zeug. Was der Reichweite. Sehr gut. Okay. Dann noch mal bitte 100 Land. Okay. Ist mir zu langsam. Jetzt haben wir alles. So. Das heißt, wir haben es dann auf jeden Fall hier, haben wir Platz, um noch mal Sachen nach oben zu kriegen. Und dann werden wir diesen Aufbau, was wir da haben, auch nochmal drüben loslegen. Und dann stellen wir jetzt das um, dass das gerade läuft. So, das heißt, wir haben jetzt die ersten Produktionen wieder angeschmissen. Um das dann alles sauber hinzukriegen. Das werden wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Videos. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.